Hi, ich bin's Conny. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie man am Klavier mit der Pentatonik improvisieren kann, auf den schwarzen Tasten oder eben auch nicht auf den schwarzen Tasten, wie man die Pentatonik abliest. Und heute wollen wir mit dem Siebenzirkel uns eine Akkordfolge suchen. Am besten in C-Dur, denn das ist für uns am Klavier erstmal das Leichteste, denn wir können da nur weiße Tasten spielen. Hier stehen ja die sieben Akkorde übereinander, die sich kombinieren lassen, auf jeder Tonart eben. Und hier oben ist die C-Dur-Tonart, das ist unsere Ausgangstonart und da fange ich jetzt gleich mal an und wähle einfach eine kleine Akkordfolge. Ganz simpel, ich gehe einfach nur von oben nach unten, C, A-Moll, F-Dur und G-Dur. Die linke Hand spielt jetzt erstmal nur den Grundton des jeweiligen Akkords mit. Also C-Dur fängt an, dann A-Moll. Das ist eine ganz schöne Harmoniefolge, die nochmal hier zur Ansicht, die vier Akkorde von hier oben nach unten, die passt eigentlich sehr schön und mit der kann man schon ganz gut improvisieren. Jetzt haben wir es ja normalerweise so beim Klavierspielen, dass die rechte Hand eine Melodie spielt und die linke Hand die Akkorde. Deswegen drehe ich das jetzt gleich mal ein bisschen um und spiele in der linken Hand Quinten. Ich lege hier die linke Hand auf das C mit dem fünften Finger und spiele einfach nur die Quint. Den dritten Finger vom Akkord lasse ich weg. Und die rechte Hand spielt zur Übung einfach nochmal die Grundstellungsakkorde dazu und ich mache nochmal die Akkordfolge. C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur und wieder C-Dur. Jetzt suche ich mir gleich einen Rhythmus aus für die linke Hand und spiele diese Quinten in Viervertelnoten. Eins, zwei, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Die rechte Hand wird ja jetzt nicht immer die Grundstellungsakkorde dazu spielen, sondern wir wollen ja eigentlich eine Melodie spielen in der rechten Hand. Wie kann man das anfangen? Die leichteste Übung ist, wenn wir erstmal in der Ausgangstonart, in der wir sind, wie hier in dem Fall C-Dur, liegen bleiben. Das heißt, die rechte Hand bleibt hier oben auf dem C erstmal liegen. Die Dreiklangstöne waren C, E und G. Nun probiere ich aus, welche der drei Dreiklangstöne zu den Akkorden in der linken Hand passen, also zu meiner Akkordfolge in der linken Hand. Ich probiere jetzt erstmal den Grundton, ob der passt bei der Harmoniefolge. Bei C-Dur passt das natürlich, bei A-Moll passt das auch. Bei F-Dur passt das auch. Und bei G-Dur geht das so halbwegs. Schöner wäre der Ton darüber oder der Ton darunter. Nun probiere ich das einfach mal aus mit allen drei Dreiklangstönen. Wenn ich merke, es passt nicht so ganz, dann rutsche ich einen Ton rauf oder einen Ton runter. Dadurch entsteht wahrscheinlich auch erstmal eine kleine Spannung, aber die klingt mit Sicherheit erstmal so, als wäre es auch gewollt. Okay, los geht's. Hatte die rechte Hand jetzt schon sowas wie eine Melodie. Ich habe einfach die Dreiklangstöne durchprobiert mit der Harmoniefolge. Wenn es nicht passt, ein Ton runter, ein Ton rauf. So einfach ist das. Nun kann ich probieren, ob es nicht mit allen fünf Tönen passt, wenn ich auf der C-Dur-Position hier liegen bleibe und die linke Hand meine Akkordfolge spielt. Und ich probiere einfach in der rechten Hand alle fünf Töne durch. Man auch mit allen fünf Tönen hin und her spielen, wenn man auf dieser C-Dur-Position bleibt und kann eigentlich da schon frei variieren, wie man möchte.
So, man kann natürlich auf den weißen Tasten nicht nur C-Dur spielen, sondern auch gleich A-Moll zum Beispiel. Jetzt wähle ich mir hier eine neue Akkordfolge und zwar von A ausgehend, A-Moll, F-Dur, G-Dur und unten E-Dur. Ich mache wieder das Gleiche, ich spiele in der linken Hand die Quinten. Am Anfang spiele ich nochmal die Grundstellungsakkorde der jeweiligen Tonart mit und dann versuche ich wieder die gleiche Übung mit allen drei Dreiklangstönen. Okay, los geht's mit A-Moll. A-Moll, F-Dur, G-Dur und E-Dur. Und wieder A-Moll. Jetzt spiele ich gleich die Übung mit den Melodietönen. Ich habe am Ende auch gleich schon wieder alle fünf Töne probiert und man hat gesehen, man kann auch mit allen fünf Tönen auf der A-Moll-Position spielen. So einfach ist es, mit dem sieben Zirkel Akkorde zu finden, indem man hier einfach diese sieben Akkorde miteinander kombiniert. Ich hätte natürlich auch C-Dur, F-Dur, G-Dur und dann noch A-Moll spielen können. Also die Kombinationsmöglichkeit ist ja frei. Ich kann die frei hin und her kombinieren, wie ich möchte. Für den Anfang empfehle ich euch, einfach bei einer Akkordfolge zu bleiben, in der rechten Hand erstmal zu probieren, welche Töne dazu passen und vor allen Dingen in der rechten Hand in der Ausgangsposition erstmal liegen zu bleiben, bei der ihr mit der Akkordfolge hier startet. Also wenn ich in A-Moll starte, lege ich auch die rechte Hand auf A-Moll. Wenn ich in C-Dur starte, lege ich die rechte Hand auf C-Dur. Natürlich genau das Gleiche, wenn ich jetzt F-Dur machen würde oder D-Moll zum Beispiel. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt sowas zu Hause auch nachspielen. Und dann freue ich mich einfach über Kommentare oder einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal mit dem Siebenzirkel. Tschüss!